Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kirigaian Simulator 2012 hier auf der Map St. Katrin. Wir starten den Motor und fahren los und beginnen mit Präparieren. Wir müssen zuerst hier gerade bei der Station präparieren und dann machen wir die Piste Nummer 2. Schön rückwärts. Dann schalten wir wieder den Vorwärtsgang ein. Ich würde sagen, wir fahren noch ein bisschen zurück, dass wir etwa hier sind einmal und dann müssen wir dann noch sehen, wie wir weiter präparieren. In dem Fall mal hier, dann wäre es hier davon erledigt. So. Schön hier durch bei der Nordwandbahn. Dann würde ich sagen, wir starten dann gleich wieder Kursplay. Für die Piste 2. So. Ein bisschen zurück. So, dass hier einfach ein bisschen präpariert ist. Das andere machen wir dann später, sobald wir das Kursplay wieder beendet haben. Und ich würde sagen, wir starten mit Kursplay hier, wo auch die Piste 2 beginnt. Das wäre etwa hier. Hier starten wir das Kursplay. Schalten hier Kursaufzeichnung beginnen. Dann fahren wir los. Schnell kontrollieren, ob es Piste 2 ist. Man sieht natürlich nichts, aber ich habe es gesehen, dass das die Piste 2 ist. Aber jetzt lösche ich das Licht noch schnell, weil bei diesem Spiel ist es so, wenn Nacht ist, sieht man es einfach besser mit, also ohne Licht im Zimmer. So, jetzt ist das Licht gelöscht. Wir können somit hier weiterfahren. So, mal schnell sehen, was hier steht. Man etwas mehr sehen wir A2 geführt nach hier hinten, dann müsste da hier die Piste 3 anfangen. Ja, die Piste 3 fängt hier an, dort sind die zwei blauen Pfosten. Was machen wir hier, die Piste 2 ungefähr. Ja, die Piste 3 möchte ich dann mit einem Pulli machen, der keine Winde besitzt.
die 4 auch. Lange Wand muss auch präpariert werden, noch heute. Und dann, ich würde sagen, wenn es wieder Tag ist und wir alle Pisten präpariert haben, werden wir uns ein bisschen der Bahnen widmen. Und ich werde euch auch noch mit der Pendelbahn mit euch fahren. Schnell schauen, ob das Schild der richtige neue eingestellt ist. Ja, das ist es. Hier kommt bereits die Piste Nummer 8 hinunter, glaube ich. Darum gehen wir hier durch. Piste Nummer 8 brauchen wir dann wieder die Winde. Definitiv. Und wie ist das bei der 2 ist, das sehen wir dann gleich. Fahre jetzt einfach hier einmal hoch. Ja, das ist doch schön, mit dem Pistenpulli zu fahren. So, ich weiß nicht, ob ich diese Folge hier noch am Aufnahmedatum ausstrahlen werde oder erst morgen, weil eigentlich habe ich heute schon eine Folge Skiregion Simulator hochgeladen. Aber ich weiß nicht, ich habe schon mal gesagt, dieses Spiel macht mir so viel Spaß im Moment wieder, dass ich sonst ein bisschen zu viel Folgen hätte wahrscheinlich. Und ja. So, jetzt müssten wir dann bald schon wieder bei der einen Station sein. Das ging gerade knapp. Ja, hier ist schon, habe ich schon wieder einen Mast gesehen von einer Bahn. Ja, das ist von dieser Station, die am Berg, die Gott garagiert hat. Wie heißt diese Bahn jetzt schon wieder? Ich muss mal schnell sehen, wo ich jetzt hier wenden kann. Oder wo, bis wo ist die Bahn? Hier ist die Piste 5. Die Piste 5 Starts-Almbahn, genau. Ja, hier etwa bis zur Hälfte, also muss ich bis dort fahren. Genau, das ist die Starts-Almbahn, die am Berg stationsgaragiert ist.
So, und dann wären wir hier bereits hier. Die Piste 5 gehört noch nicht uns. Also die Staatsalmbahn gehört einfach noch nicht uns. Jetzt nehmen wir hier bis etwa hier. Und dann drehen wir wieder. Schön drehen, schnell sehen, was angeschrieben ist. Die 2 und die 5, ja, das ist mir klar. Ich dachte, die andere Piste hier unten ist noch gerade angeschrieben. Jetzt muss ich mich hier schnell konzentrieren wegen dem Drehen. So, das hätten wir. Wir haben gedreht. Dann gehen wir wieder zu der Talstation, würde ich sagen. Es ging auch sehr knapp. Heute ist es so, dass ich ein bisschen knapp fahre, also im Moment gerade. Ob das so bleibt, das sehen wir gleich. Ich hoffe es. Hier bei diesem Teil müssen wir noch einmal nach oben und wieder nach unten, dann haben wir das sicher schon alles erwischt. Sieht man einen der großen Massen der Pendelbahn. Die Talstation der Pendelbahn sieht man hier auch. Ah, hier möchten wir es mit nachher nehmen, mit noch einmal nach oben. Dieser kurze Abschnitt. Ich drehe jetzt nicht, weil wir müssen sowieso noch einmal nach oben. Das ist ein bisschen ein weniger breiter Abschnitt. Das ist doch auch gut. So sind wir schon beim 200. Wegpunkt. Theoretisch hätten wir hier auch einen Pulli nehmen können, ohne Winde. Es könnte sein, dass ich dann einen nehme ohne, wenn ich das Kursplay abfahre. Für die anderen Pisten benötige ich sowieso einen. Wir haben hier eine kleine Kurve.
Ja, und dann sind wir schon wieder in der Talstation unten. Die Piste 2 noch beim Weg durchführen. So, eigentlich sollte dieser Mast hier mehr geschützt sein. Ich denke, der sei ein bisschen zu wenig geschützt. Okay, Piste 9, die kommt nachher auch noch dran. Es kommt alles noch diese Nacht an die Reihe. So, jetzt müssen wir hier kurz sehen, wie wir es hier am besten machen. Ich würde sagen, wir fahren bis hier nach vorne. Drehen jetzt hier. Diesen Teil hier noch einmal kurz abfahren, weil die Aufnahme erst hier vorne gestartet hat. Wir nehmen jetzt hier die zweite Spur in Angriff. Das war ein bisschen knapp mit der Steuerung. Muss ich dann nachher noch einmal sehen, wie ich das noch am besten nehme. Sehr gut, sehr gut. Gehen wir wieder Richtung Bergstation der. Wie heißt die Bahn schon wieder? Ist ja egal. Ihr wisst schon wo. Ihr wisst vielleicht noch, vielleicht auch nicht. Sonst ein bisschen zurückspulen. Noch einmal hören. Konzentrationsfehler. An dieser Stelle muss ich noch mehr durchfahren wegen der Piste Nummer 8. Wahrscheinlich. Vielleicht können wir diesen Fleck mit dem nehmen und sonst gibt es da sicher noch eine Möglichkeit, diesen Punkt noch zu erwischen. Jetzt kommen wir sowieso gerade in diesen Teil, wo ich es mit der letzten Fahrt nehmen, also erwischen kann. Darum können wir das
das hier noch ein bisschen besser nehmen. Und hier den letzten Teil bei diesem Abschnitt gerade präparieren. Für solche Sachen ist das Schild, das hier gerade Schnee wegstoßt, auch ein bisschen praktisch. Irgendwo zu nicht Schnee, ein bisschen hinstoßen. Das konnte man ja bei der Original-Map konnte man ja das nicht. Dank den Modern kann man das jetzt. Es ist eigentlich einfach eine Schneetextur, die sie glaub haben, soviel ich weiß. Das Schild haben sie auch ein bisschen verbessert, natürlich. Erwischen wir das nicht mit nur noch in Unterfahren, hier müssen wir noch einmal ein bisschen hoch. Jetzt mal das Mikrofon neu richten. Sollte wieder ein bisschen gerichtet sein. So, jetzt noch einmal hier drehen. So, dass die Piste nachher perfekt ist. Für die Skifahrer, die um 9 Uhr wieder auf die Piste wollen. Wenn wir kurz vor 9 noch unterwegs sein sollten, haben wir hier auch einen Warnton, den ich laufen lassen kann. Ich habe wieder einmal eine Lücke gelassen. Jetzt will ich sagen, wir fahren hier gerade bis dort hinunter, wo ein Unterbruch ist. Bis hier. Und drehen wir. Geht noch ein letztes Mal hier nach oben.
So. Im oberen Teil ist jetzt gleich die Piste 2 fertig. Und wir können wenden. Möglichst grosser Wendekreis. Ach, wie schön ist doch dieses Skigebiet. So, somit auch hier den letzten Teil präparieren. Und auch das, was ich vorher stehen gelassen habe. Oh, die Aufnahme ist schon wieder bei 27 Minuten gleich. Und zwar genau jetzt. Naja, das spielt ja keine Rolle. Wenn man das nicht, gibt es zwar ein bisschen ein längeres Video, aber wenn es euch zu langweilig ist, könnt ihr ja vorspulen. Ja. Muss ich hier noch einmal kurz drehen. Und jetzt kann ich drehen. Muss kurz, immer kurz warten, bis ich keinen Schnee vor dem Schild mehr habe. Klar, jetzt kommt dann gleich wieder dieser Teil, wo ich nicht mehr alles erwischen kann. Ich muss, so oder so muss ich hier noch einmal kommen. Darum lasse ich jetzt hier eine Lücke. Es ist fast gar nicht möglich, hier nicht mehr vorbeizukommen, also. Wobei hier könnte ich es nachher wieder erwischen. Darum drehen wir, glaube ich, wieder, würde ich kurz sagen. So. Jetzt fahren wir hier noch einmal hoch. Nehmen noch das, das wir nicht nehmen konnten. Und wieder sieht man, wie praktisch das Schild ist.
das ist definitiv eine schwarze Piste. Das sieht man jetzt hier sehr gut. Steil die dort ist. So, jetzt hätten wir auch diesen Teil, falls es noch mehr falls ich noch mehr nehmen hätte gemusst. Was ich nicht gedacht hätte, aber Sicherheit gäbe vor. Bin froh, wenn es ein bisschen weniger kostet. Oh, und jetzt ist die Kurs, schauen wir es hier am besten machen. Wir fahren glaube ich hier einfach so weiter. Und machen beenden dann die Kursaufnahme hier. Oder die Kursaufzeichnung. Das war ein bisschen eine zu feste Kurve. So. Jetzt wäre auch die Präparierung hier an dieser Stelle. Ausbesserungen machen, die ich gemacht habe, oder ich machen muss.
So, und dann war es das von diesem Video. Ich danke euch fürs Zusehen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann beenden wir die Aufnahme gleich. Fahren bis hier. So, jetzt Kursaufzeichnung beenden und speichern Sie unter Piste. Ach, jetzt machen wir es noch so. Piste 2. Ja, mit dem 600er. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!